Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Workflow. Also wie entsteht ein Let's Play? Und ich nenne es zwar auch Tutorial, es ist aber eigentlich kein Tutorial, sondern ist eine Beschreibung, wie ich ein Let's Play erstelle. Und das ist natürlich nicht verallgemeinernd, aber ich möchte es einfach mal zeigen. Vielleicht sind ja doch einige Let's Player auch da, die entweder ganz neu zur Materie kommen oder ähnliche Programme und Arbeitsabläufe wie ich einsetzen und die einfach mal reinschauen, wie das denn bei mir funktioniert. Um das komplette Drumherum auch zu beschreiben, muss ich also dieses wie entsteht ein Let's Play in mehrere Teile unterteilen, und ich beginne damit hier mit dieser Einleitung, die den ersten Schritt darstellt. Im zweiten Teil dann gehen wir zur Hardware. Die Hardware, da habe ich natürlich, stelle ich meine Hardware vor. Ich werde jetzt hier keine dedizierten Empfehlungen geben, da einfach der Bereich der Hardware wahnsinnig groß ist und man kann schlicht und ergreifend das nicht verallgemeinern. Also ich werde zeigen, was ich einsetze, wo ich der Meinung bin, das ist durchaus okay. Es gibt aber natürlich hier ohne Ende andere Sachen. Es gibt mit Sicherheit auch bessere und teure Sachen. Entschuldigung. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist doch anscheinend dann so umfangreich, dass man hier einen eigenen Part in diesem Tutorial draus machen kann. Der dritte Teil dann wird sich mit der Software beschäftigen. Und diese müssen wir natürlich auch nochmal unterteilen. Ich werde beginnen mit zwei Programmen, die ich zur Aufnahme benutze, aber die jeweils einen Part gespendet bekommen. Da wäre eben als erster der MSI Afterburner. Er ist kostenfrei und ich nutze ihn mit einem speziellen Codec zusammen, hauptsächlich um meine Let's Plays zu erstellen. Als Alternative, und wenn sich aus IT-technisch nicht nachzuvollziehenden Gründen einmal die Aufnahmesoftware mit dem Spiel beißen sollte, habe ich hier noch als Alternative Mirelis Action. Das ist allerdings eine Software, die man kaufen muss, kostet so um die 30 Euro. Ich finde sie durchaus nicht schlecht. Es gibt natürlich schon maßgebliche Unterschiede, aber das werde ich dann dort in der Vorstellung auch beschreiben, Vor- und Nachteile der entsprechenden Software. Ja, als dritten Punkt nutze ich dann Audacity. Audacity ist eine kostenfreie Software zum Aufnehmen der Stimme. Man kann natürlich auch mit den Aufnahmeprogrammen den Spielesound und die Stimme des Let's Players auf einen Schlag nehmen. Ich separiere das aber, da ich zumindest geringfügig meine Stimme noch nachbearbeiten werde. Oder nachbearbeite, mache ich natürlich schon in jedem meiner Let's Plays. Das zeige ich dann dort aber auch in der entsprechenden Sektion von Audacity. Der vierte Punkt dann ist die Software, die ich zum Rendern und Encodieren benutze. Da bei mir läuft dort Magic Video Deluxe in der Ausgabe 2015. Ja, ich muss sagen, mit der bin ich sehr zufrieden. Auch hier gibt es natürlich Alternativen, durchaus auch sehr gute kostenfreie Alternativen und natürlich auch kostenpflichtige Alternativen. Ich werde sie zumindest mal kurz ansprechen. Kann natürlich dann jeder für sich selber werden, ob ihm das wert ist, zum Beispiel bei den kostenfreien Alternativen sich richtig in die Materie reinzuarbeiten. Dann hat man gerade so mit MIGUI
durchaus eine sehr starke Software, die auch sehr gute Ergebnisse abliefert. Aber es dauert eben eine Zeit, man muss sich dort hereinarbeiten. Ja, und dann überlege ich mir, ob ich noch einen fünften Punkt bei der Software kurz machen werde. So kleine Helferlein, wie zum Beispiel ein Programm, das hilft dabei, wenn man husten muss, dass man dann den Ton kurz unterdrückt. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch unsicher, muss ich mir noch überlegen. Dann aber entscheidend natürlich der vierte Teil, das ist dann der eigentliche Workflow, der natürlich beginnt bei der Aufnahme des entsprechenden Videos, des Spieles, dann hinüberführt um die Arbeiten, die daneben getan werden, wie Thumbnail erstellen, wie die Texte erstellen, dann das Ganze einbringen in die Software zum Encoden und Rendern. Viele schmeißen das nur durcheinander, es sind aber tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen, werde ich dann dort nochmal erklären. Und dann die Ausgabe, das Hochladen zu YouTube und dann natürlich auch weiter bearbeiten bei YouTube noch kurz der Endcard, wie man dort Sachen hinzufügt. Und ganz zum Schluss, ganz kurz, dann natürlich auch Werbung und Marketing. Macht natürlich zumindest Sinn, an ein paar Stellen dann auch euer Video kurz vorzustellen, dass vielleicht andere Leute dann leichter darauf kommen. Ja, das allerdings, denke ich, werde ich in zwei Teile nochmal splitten. Denn besser, dass man lieber vielleicht zweimal 15 Minuten die ganze Angelegenheit sieht, wie einmal 30 Minuten, das weiß ich aber noch nicht. Je nachdem, wie lange es tatsächlich dauert. Bei mir ist der Workflow natürlich relativ flott inzwischen, da ich ihn jetzt nach, 300 Videos ungefähr schon für mich verinnerlicht habe. Um es aber anderen Leuten zu zeigen, macht es natürlich Sinn, auch hier etwas langsamer zu arbeiten. Ja, dann würde ich mal sagen, damit habe ich an sich die Einleitung abgeschlossen. Ich werde versuchen, immer so zwei Teile pro Woche dann auch bei mir hochzuladen. Ich hoffe einmal, es findet Interesse bei Leuten, die sich vielleicht noch nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, welche Software-Hardware sie einsetzen möchten, oder eben bei Leuten, die auch schon dieselbe Hardware, Software bzw. gerade Software einsetzen und vielleicht mal schauen, ob sie bei den Einstellungen so liegen, wie ich das auch habe. Dann würde ich mal sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal dieses Tutorial auch anschaut. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!